gibt es jetzt so schnell doch keine Zinssenkung in den USA von der Fed. Die Flucht in sichere Häfen geht jedenfalls weiter. Was machen die Aktienmärkte? Wie sind die Erwartungen? Besprechen wir mit Christoph Zwiermann von Zwiermann Financial. Schönen guten Tag, Herr Zwiermann. Hallo, schönen guten Tag. Ja, alles erwartete eine Zinssenkung der Fed, aber Jerome Powell hat sich jetzt so darauf nicht festnageln lassen. Also doch keine Zinssenkung? Ja, also sagen wir mal so, er hat zumindest mal die Richtung in etwa vorgegeben, dass er sagt, also es gibt eine Zinssenkung, wobei er das Wann ja eigentlich komplett rausgelassen hat. Hat es gestern nochmal eine Rede gehalten, wo er das Ganze nochmal etwas sozusagen abgedämpft hat, also diese Erwartungen im Markt. Und er hat ganz speziell gesagt, wir lassen uns von der Politik eigentlich nicht treiben. Ja? Mhm. Das ist natürlich schon mal eine große Aussage. Eine wichtige Aussage auf die Unabhängigkeit der Fed bezogen. Genau, genau. Also da hat er natürlich sagen wollen, hier Leute, wir bestimmen das und nicht der Herr Trump. Ja, mhm. Ganz klar. Also von der Seite her ist es natürlich etwas, wo die Märkte, kann man in den einzelnen Charts sehen, letzte Woche ja natürlich schon Zinssenkungen reingehandelt haben. Mhm. Und jetzt waren wir gestern sogar in den 10-jährigen US-Renditen unter 2%, was ja auch eine Meckermarke ist. Also von der Seite her ist der Markt immer noch in der Erwartung, Zinssenkung wird kommen. Und entscheidend war natürlich auch das, was Draghi gesagt hat, der den Markt ja eigentlich viel mehr getrieben hat, als das Paul getan hat. Nichtsdestotrotz, sichere Häfen, wenn man sie denn so nennen will, sind weiter sehr gefragt. Wir sehen deutliche Kursanstiege dann auch noch in Kryptowährungen wie dem Bitcoin. Aber schauen wir erstmal auf Gold. Das erste Mal seit 2013, schwuppdiwupp, über 1400 und Sie schreiben gleich 1700 dran. Ja, wenn schon, denn schon. Ja. Ja. Also, okay. Da muss man schon mal sehen. Nein, das ist jetzt eine technische Sache. So einfach, ja. Aber man muss ja sagen, also, das ist ja ein Zeitraum hier wirklich von 6 Jahren und sind wir jetzt endlich ausgebrochen. Zu all dem mit den Flucht in die sichere Häfen und so weiter. Da wird natürlich angeführt auch durch den schwächeren Dollar generell. Ja, also dadurch, dass man also sagen muss, Trump mischt den schwächeren Dollar. Der Devisenmarkt hört auf die Politik sehr oft. Ja, und jetzt dadurch, dass wir in den USA die Möglichkeit haben, die Zinsen natürlich viel mehr zu senken als jetzt in Europa oder in Japan. Und wenn man das dann machen würde, dann hat sich eben so eine Welle losgetreten vom schwächeren Dollar. Bloß mit Folgen. Mhm. Aber jetzt noch, um zu zeigen, wenn wir hier jetzt raus sind, wir können natürlich auf diesen Ausbruchslinie von 13,50 noch mal gerne zurückkommen. Es gibt ja noch ein paar Leute, die noch nicht dabei sind, die gerne noch was kaufen wollen. Und dann würde es weitergehen, wo ich glaube, dass der weitere Anstieg nachher tatsächlich aus einer gewissen Situation heraus stattfinden wird, dass wir, sagen wir mal, tatsächlich Flucht in Gold sehen werden. Dann, wenn die Aktienmärkte vielleicht sozusagen nochmals nach unten abdrehen. Flucht in Gold, aber auch in andere Währungen, Franken ganz vorne mit dabei. Ja, Schweizer Franken, man muss sich tatsächlich wundern, dass der Schweizer Aktienmarkt ein neues Allzeithoch gemacht hat über der 10.000 bei einem so bombenfesten Obwohl Franken. Obwohl der Franken so fest eben, ist. Das ist der Faktor. Ne? Aber wir sehen hier rein technisch, ich wollte hier unten drunter auch schon mal schreiben, Fallhöhe, ja, um zu zeigen, auch hier, wir kommen von 2012, ja, in dieser Dollaranstieg, der ja seitlich aber Anstieg war. Und dann hier diesen Umkehrkeil und dann sind wir jetzt ausgebrochen, ungefähr bei der Parität, wie wir sehen können. Wenn wir hier runterkommen, sind wir schnell bei 0,92 und wenn wir das rausnehmen, würde es noch, das ist ein bisschen Zeitraum, würde ich sagen, ein halbes Jahr müssen wir das handeln, wo der Dollar intensiver Schwäche gehen wird. Ich halte das sogar für etwas, wo wir irgendwann eine Vertrauenskrise in die USA bekommen und Kapitalflucht aus den USA stattfinden kann. Nämlich dann, wenn wir zum Beispiel an dem langen Ende steigende Zinsen bekommen würden und die Bondmärkte in den USA würden umkippen. Ja. Man sieht jetzt schon Wetten gegen den Dollar, man sieht es vor allem in verschiedenen Währungen. Was mich dabei überrascht hat, dass auch die Flucht in den Yen wieder sozusagen aufgenommen wurde. Was ist Ihre Meinung? Ja, das Interessante ist ja, wir haben ja so öfters hier gezeigt, dass die größten Carry-Trades der Welt bestehen immer noch im Yen, weil die Bank of Japan natürlich die Zinsen schon viel, viel länger als die anderen niedrig hat und weil sie auch immer rentiert hat. Und wir wissen, und ich habe das ja schon vor ein paar Wochen immer wieder gezeigt, die Korrelation zwischen Dow Jones oder auch jetzt zwischen dem DAX und dem Yen. Und sobald der Yen fester wird, dann haben die Aktienmärkte ein gewisses Problem. Jetzt darf man natürlich gar nicht drüber nachdenken, was passiert, wenn der Dollar-Yen hier, der jetzt eine riesige Fallhöhe hat in Richtung 90, ja, dort rausfällt. Eigentlich ist er aus dem Trend von 2013 schon rausgefallen. Ja. Das Interessante war letzte Woche, dass tatsächlich
in dem Moment, wo die Aktien angestiegen sind, sogar der Dollar-Yen fiel hier. Und das kam daher raus, dass die Bank of Japan die einzige der großen Zentralbanken war, die nicht mehr QE in Aussicht gestellt hatte. Die hatten ja auch Sitzung und die ganz klar von sich aus gesagt haben, bei uns erstmal nicht niedrige Zinsen. Ja, wobei wir sehr viele ja fordern, dass sie noch weiter in den Negativzinsbereich gehen. Also das heißt, Yen-Erholung ist in dem Fall auch eine Flucht in Yen oder Abbau von Carry Trades. Wenn wir über Dollarschwäche reden, reden wir auch über amerikanische Aktienmärkte, den breiteren Markt mal angeschaut, den Russell 2000 auf Monatsbasis. Da hat sich ein Diamant gebildet. Ja, wunderschön. Was heißt das? Der Diamant hatten wir ja letztes Jahr auch im DAX, wir hatten auch letztes Jahr im Dow Jones einen, eigentlich als Umkehrformation, was ja dann auch im November dann stattgefunden hat und wir nach unten weggedriftet sind. Das Interessante ist jetzt in den USA, dass jetzt eigentlich in dem Breitenmarkt, im Russell 2000, sowas entsteht, während der S&P ein neues Allzeithoch macht. Ja, ne? Passt nicht also das, zusammen. Ja, und dann merkt man, dass die Breite des Marktes das wahrscheinlich insgesamt den Anstieg im Moment gar nicht mehr weiter trägt. Ja, deswegen auch bei vielen anderen Indizes sieht man, dass tatsächlich das größte Teil der Aktien nicht mehr über den 200-Tage-Linien ist. Mit anderen Worten, also vor allem im S&P 500 ist es ja recht deutlich, dass das so eine Handvoll Titel oder zwei sind, die den Markt treiben. Ja. Nichtsdestotrotz, Allzeithoch relativ greifbar. Sie machen hier aber noch ein Fragezeichen dran. Ja, am besten Warum? Nach unten. Aber ja, das kann natürlich auch noch mal nach oben gehen, keine Frage. Also es ist jetzt so, dass wir ja jetzt letzte Woche und auch die Woche davor davon gesprochen haben, dass wir hier oben noch mal raus können. Das heißt, dieser ganz große Monatschart im S&P, der zeigt zum Beispiel noch Platz bis 3000, 3005, 3020. Das wäre, wir könnten hier natürlich auch noch ausbrechen, gehen bis 3020 und gehen dann zurück. Und ich glaube, dieses Zurückgehen, das lässt sich nicht verhindern. Würden wir dieses Hoch hier so belassen, wie es ist, dann würden wir hier so eine Art Doppelhoch haben. Ja. Ja? Und wir hätten erneut eine sozusagen unregelmäßige Korrektur, eine A-Welle, eine B-Welle. Eine C-Welle würde hier unter dies gehen. Ja, was soll Ihnen auf ein Allzeithoch von 3000 plus bringen? Wir haben schwierigen G20-Gipfel vor der Nase, wir haben eine verdammt schwierige Berichtssaison vor der Nase. Die Hoffnung auf eine Lösung des Handelskonflikts ist eigentlich passé, zumindest in absehbarer Zeit. Und das heißt auch für das restliche zweite Halbjahr, dass man doch eher Rezession diskutiert als alles andere. Woher soll es denn kommen? Na gut, es könnte zum Beispiel daher kommen, dass die Federal Reserve sagt, wir senken jetzt mal gleich um 0,5%, ja, weil alles in Gefahr ist. Man könnte auch annehmen, dass vielleicht sich China und Trump in gewissem Rahmen so weit einigen, dass man sagt, wir werden auf jeden Fall weiter verhandeln. Da würde der Markt schon mal ein Stückchen aufatmen. Aber da haben wir natürlich recht. Grundsätzlich sieht die Welt etwas düsterer aus. Und hier den amerikanischen Märkten könnte eventuell ein schwächerer Dollar auf der einen Seite erstmal helfen. Auf der anderen Seite bin ich der Meinung, wenn er sehr stark fällt, werden wir in den USA Inflation sehen. Und dann entsteht eigentlich das Problem, nämlich langes Ende bei den Bonds nach oben und dann erdrücken die Bonds die Aktienmärkte. Also deswegen, ich bleibe dabei. Die Inflation, die fällt auch wieder auf den Zweite Halbjahr wird wesentlich schwieriger als das, was wir hier im Anfang des Jahres gemacht haben. Das kann man vermutlich für viele Märkte unterschreiben. Sie sind für relativ viele Märkte negativ gestimmt, auch für den DAX. Und Sie haben vorhin so gesagt, wenn wir jetzt hier nicht weiterkommen, das Hoch war bei 12.438, dann rappelt es bis auf 9.100. Wir sind jetzt nicht weitergekommen auf 12.438. Erste Frage, war es das halt schon mit 12.438? Und über welche Zeiträume reden wir hier? Sommerloch gut und schön, aber 9.100 macht man auch nicht in drei Tagen. Also, da oben, ob das jetzt hält oder nicht, das Interessante ist, dass wir das ja jetzt schon zum dritten Mal machen. Also wir machen hier diese Korrektur bis 10.300 etwa und machen die Erholung und sind jetzt hier zum dritten Mal hier oben eben drei Monate lang. Und wenn wir das sozusagen erschöpft nicht schaffen, dann geht es in dem Fall runter. Das Ganze, bin ich der Meinung, entscheidet sich mehr oder weniger nächste Woche, weil da haben wir Halbjahresbeginn, Monatsbeginn, Quartalsbeginn und so weiter, kommt viel Geld nochmal in den Markt. Ja. G20 könnte ein bisschen positiv ausgehen und dann würden wir, was mir insgesamt, sagen wir, von der
von der Stimmung her fehlt, ist eigentlich bei, auch in amerikanischen Märkten, irgendeine Art Hurra-Schrei, ja, dass man sagt, jetzt geht's nach oben, jetzt toll, wunderbar und so weiter. Woher soll er kommen? Ja, ne, das ist so der letzte, weil dann würde man sagen, von hier aus geht's runter. Technisch gesehen ist es so, dass dieser Bereich hier einmal nach unten transferiert, schon diese 9100 sozusagen berechtigt. Das heißt also mit anderen Worten, das ist keine kurzfristige Entwicklung. Das wäre bis zum Jahresende der Faktor. Okay, schauen wir uns das mal noch so ein bisschen näher an, den DAX auf Tagesbasis. Wir haben ja eigentlich noch einen relativ komfortablen Abstand von der 200-Tage-Linie. Komfortabel klar, ist gut, ja. Relativ. Ja, wir haben ein paar schwierige Tage jetzt, aber die haben Sie ja auch, das haben Sie ja genauso schon so angekündigt. Das Interessante hier ist, dieser Anstieg ist der Herr Draghi, letzte Woche Dienstag. Das ist nicht der Herr Trump, nicht der Herr Paul. Der Herr Paul ist da oben, diese kleine rote Kerze. Ja? Ja. Also das heißt, Draghi hat hier im Grunde genommen, wenn man so will, wesentlich mehr bewirkt, ja? Also auch in den amerikanischen Märkten, als das jetzt von Paul, der eigentlich auch erwartet wurde. Tatsache ist, wenn wir diese Hochs, die wir eben in dem längerfristigen Charts gesehen haben, hier nicht übersteigen, dann ist es auch so, wenn wir unter diese 12.150 kommen, brechen wir diesen Trend 200-Tage-Linie, sind inzwischen bei 11.600, also noch ein Stück gefallen und ist auch noch jetzt gerade so sich haltend. Also das wäre etwas, wo wir dann, sagen wir mal, übernächste Woche das brechen und in diese Richtung gehen. Das heißt, Sie sind relativ verhalten negativ für den Sommer. Ja, also ja, der Sommer ist eigentlich, der Juli wird eigentlich ein relativ, sagen wir mal, intensiv schlechter Monat, obwohl er eventuell sogar positiv beginnt. Okay, ein Markt sticht raus in Europa, der DAX ohnehin nicht besonders, aber der SMI. Wir sprachen schon darüber, wie fest der Franken ist, ja. Dass es eine Tendenz ist, die seit Wochen besteht. Wir sehen aber auch, dass der SMI auf Wochenbasis steigt und steigt und steigt. Das neue Allzeithoch erstmals über 10.000. Wir haben ja irgendwann mal gelernt, fällt die Währung, steigt der Aktienmarkt. Aber wenn die Währung auch fest ist, dann ist der Aktienmarkt meistens nicht fest. Hier geht beides Hand in Hand. Also die den Aktienmarkt hatten und haben, und gleichzeitig natürlich den Franken hatten, nicht abgesichert haben, haben natürlich doppelt gewonnen, ja, keine Frage. Also die haben jetzt hier, das andere ist natürlich, wenn jetzt so eine Flucht in den Franken stattfindet, dann hält der Markt das irgendwann auch nicht mehr aus, also bin ich ziemlich sicher. Rein technisch gesehen war der Markt in der Schweiz vorher schon, auch mit der Korrektur hier, die gar nicht groß war, wesentlich gesünder als der Rest der Welt, könnte man fast sagen. Und wir sehen hier dieses Broadening Top, das heißt also mit anderen Worten, eigentlich kommt er nach oben hier in dieser Welle nicht mehr raus und würde dann ungefähr bis 9.400 fallen. Dann hat er eigentlich wenig korrigiert, sagen wir mal so. Also sozusagen wenig korrigiert, während die anderen Märkte vermutlich deutlich mehr korrigieren würden, ja, gerade in Europa. Mit ziemlicher Sicherheit, aber wie gesagt, warten wir den Juli ab. Christoph Zimmermann, vielen Dank. Gerne. Tja, die Flucht in sichere Häfen hält an, auch wenn Jerome Powell von der Fed jetzt angedeutet hat, dass die Zinssenkung vielleicht doch nicht so unmittelbar bevorsteht. Nichtsdestotrotz, Gold steigt, Christoph Zwermann hält durchaus Kurse von 1.700 Dollar für möglich. Die Flucht in den Franken hält an, genauso wie in den japanischen Yen, weil die Notenbank dort signalisiert hat, dass sie die Zinsen, die ohnehin negativ sind, nicht weiter senken wird. Christoph Zwermann ist verhalten negativ für relativ viele Aktienmärkte. Das schließt den amerikanischen Aktienmarkt ein, aber auch den DAX. 12.438, das momentane Hoch des Jahres. Wenn es da nicht signifikant drüber geht, dann sind auf der Kurstafel zum Jahresende eher 9.100 Punkte wahrscheinlich.